Nicht wirklich. Aber er sagt, ich soll zum Zipkupka. Zipkupka, der ist doch bestimmt hier Nebenquests. Nee, das ist immer noch der Konvoi. Ja, schade eigentlich, ne? Sekten Außenposten. Das meiste haben wir schon erledigt. How great is that? Stellungswechsel. Ohne rum. Den hätte ich mal Stellungswechsel geben sollen, ja. Okay, gut. Die haben sich auch nicht gewundert, dass die Leichen von ihren Kumpels hier rumliegen oder so, ne? Irgendwie nicht. I don't know what happens there. Aber wir gucken jetzt mal auf dem Map. Dass wir jetzt vielleicht zum Zipkupka fahren. Zip. Wow, bam. Platt gemacht, die Olle. Boom. Yeah, unser Ranzauto steht auch noch da. Jetzt sehe ich dich. That is awesome. Don't yell at me like this. Great shit. Ich hoffe, ich habe ihn überfahren. Ich glaube nämlich, da stand einer, oder? Ja, ohne Mist. Nice. How easy was that? Aber die Waffe wollte ich überhaupt nicht. Gib mir die wieder. What? What? Wow! Ach du Scheiße, Alter. Ah! Komm, ans Leben klammern. What the shit? Thanks. Oh Mann, das war echt nicht so lustig, wie es eigentlich aussah. Den habe ich gar nicht gesehen, den armen Sack. Wo will er hin? Bitch. Das ist kein gutes Versteck. Nee, ist es nicht. So. Nagito Gotti. Chill mal. Ist die Olli jetzt befreit? Ich glaube schon, ne? Aber wir kommen hier nirgends rein. Ah, oder? Irgendwie nicht. Geh vor, ich kann nicht. Aber was zur Hölle tust du? Was ist denn das hier für Gebäude? Eigentlich muss so rein gar keins. Ah, da ist ein Boot. Aber wir fahren trotzdem lieber erstmal im Auto weiter. Gut, dass ich wenigstens einen mit ihrem eigenen Auto überrollt habe. Schnitte. Ja, komm rein jetzt. Schnitzel. Hopp. Renn mit dir. Hopp. Spritztour. Yay. Was ist denn hier mit dem Radio? Weil die Taste kann natürlich nicht noch abgelegener sein, ne? Was für eine holprige Fahrt! Sozusagen, was für eine holprige Fahrt! Aber nur weil ich zwei von den Gesichtern überfahren habe, ja? Guter Fund. Of course. What the hell? Nein! Oh, gar nicht gesehen, eigentlich wollte ich das Vieh hier. Wo ist der VIP? Ist er das? Der ist ganz schön weit geflogen. Arme Sack. Ja, das will ich auch hoffen. So. Weiter geht's. Ich fahr gern mit. Ah, da, ja, okay, gut. Okay. Was für eine holprige Fahrt. Boom. Das war auch wieder holprig. Hey. Ich komm wieder. Schön. Macht ihr mal. Ich fahr mal da runter. Tschüss. Die macht schon, ne? Ja, klar. Na klar. So, jetzt gucken wir uns natürlich erstmal lieber ein bisschen um. Das scheint ja ein Homie zu sein. Dann ist ja alles gut, hä? What the fuck are you doing? Na, endlich jemand, der an der Wahrheit interessiert ist. Ja, Mann. Ah, noch jemand, der nach Gerechtigkeit sucht. Ja, ich weiß, wer du bist. Du bist dieser Deputy, der diesen Globalisten Peggys kräftig in der Scheiße rührt. Alles an dieser Sekte stinkt. Du weißt, dass ich recht habe. Sprich es aus. Sag es zusammen mit mir.
Wir sind alle Sklaven der Regierung. Wir sind alle Sklaven der Regierung. Gedankenkontrolle. Ganz genau, Partner. Das planen die schon die ganze Zeit. Du weißt es, ich weiß es. Und du willst wissen, wie sie das machen? Es ist im Essen. Tja, jetzt nicht mehr. Du und ich, wir beide ficken die Regierung. So richtig. Mein Name ist Sip Kapka. Ich erklär's dir auf dem Weg. Komm mit. Die Musik, Alter, die ist aus Far Cry 4. Und ich habe bei Far Cry 4 auch schon immer gedriftet. Das hast du dir, wenn von mir abgeguckt. Komm schon, bist du dabei oder nicht? Musik! Halt mal dein Maul oder was oder wie? Ich will die Musik hören. So ein geiler Song, der passt so gut zu Far Cry 4. Okay, komm, let's go. Die Welt geht nicht unter, wie die Sekte behauptet. Das ist doch nur so eine teuflische Eifel. Das sieht sau ungesund aus, was du da mit den Flaschen machst. Um dem abzulenken, was wirklich passiert. Das hier ist Ground Zero für alle Regierungsarschstickversuche, Babyfarm, Chemtrails. Manipulation, Pestizide, genetisch verändertes Zeugs und sowas alles. An wen erinnert euch der Fahrstil? Also mich persönlich an nix. Die lagern da fässerweise dieses gehirnzersetzende Zeug. The fuck? Oh hey. Bitch. Alter. Wo ist denn der Zip? Der hätte auch mal helfen können. Komm, erzähl mir mehr. Eines Tages verlässt mich mein Glück. Ah, da ist die Statue. Die kaputte, ransige. Da sind sie, Deputy. Oh, süße kleine Engel. Es ist besser so. What? What? Es ging um die Droge, das habe ich wohl mitbekommen. Ah, wir müssen die unter Drogen stehenden Tiere töten. Kultisten da drüben. Ach, really? Opfer! So, den werden wir schon mal los. Ohne Alarm auszulösen, ne? Was zur Hölle geht da unten ab? Was zur Hölle geht da unten bitte ab? Na also, geht doch. Opfer. Arbeite dran. Ja, auf den Weg. Super, das hat's gelohnt. Wir arbeiten schon dran, aber warum muss man hier so viele Tiere töten, ey? Unfunny as shit. Jawohl, burn, bitch, burn. Nice, well done. Seriously. Oh hey. Oh, das war zu weit. Oh, ich brenne. Na great. Na great. Komm, ich will wieder Bären mit Granaten jagen. Komm, mach Boom. Boah, mit Dynamit, ist klar. Oh, oh. Ach. Really?
Ich habe das Feuer nicht gelegt, by the way. Na, ah, der... Der Bär macht mich schon fertig ein bisschen. Wie, was zur Hölle ist das? Piggy! What? Halt doch mal still! Oh, oh, oh. Fuck me, fuck me, fuck me! Aufpassen. Mal gucken, ob wir nicht noch was bauen können. Um die Viecher jetzt mal außer Gefecht zu nehmen. Das ist wieder so übertrieben gerade. Nice. Oh shit, das war nix. Aufpassen! Oh. Grün Piest. Die Piggies, Alter. Ja, Daisy. Now you dead. Alter! Ah, jetzt ist sie gerade kurz stehen geblieben. Komm, ihr könnt mir auch mal helfen eigentlich, ne? Ihr seid echt keine Hilfe. Decke, Ziep. Komm, Ziep, mach mal. Ja, das halbe Spiel hat schon gebrannt wegen mir. Gut mitgedacht. Als ich das Schwein gelootet habe, ja. Danke, Alde. Ich werde hier alles vermieden. Ihre Verstärkung wird in das Feuer Gottes laufen. Das wird nice. Jeder Dämon, der sich hierher wagt, wird in die Luft gejagt. Great. Das sollte reichen. Ja? Das heißt, wir gehen jetzt wohin? Unschuldige Tiere verletzen. Das können sie vergessen. Nie wieder. Nie wieder. Da kommt's. Moment. Was? Oh. Nein. Sie haben Kühe dabei. Brian. Davy. Brian. Davy. Ich hab keine Sonne. Oh, fuck. Ah, oh, die Kühe. Ja, ja, ist ja gut. Oh shit, die brennende Kuh. Was zum Fick? Scheiße. Oh shit, das war ja wohl mal eindeutig a trap. Nee. Nee, hat er nicht. Vernichtung der Steaks, sozusagen. Sprengmeister Vorteil. Okay, let's have a look. Sprengmeister, wie viel kostet das hier? 8. Ja, okay, das machen wir, aber das ist echt wichtig. Das nervt nämlich. Dezent. Ich bin nicht okay, ne? Aber schön, dass du das denkst. Nicht genug Komponenten. Well, 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 why? Molotovs können wir noch bauen, damit ich noch mehr Wälder in Brand setzen kann. Aha. Jetzt wird es persönlich. Die wissen, wie man mich verletzt. Du laberst zu viel, Alter. Wie man